Jetzt. Also, GDR, Nur zu was denn? Informationen. Ich finde das lustig. Man kann es ja erzählen. Ich habe wirklich einen Leistenbruch. Ich sitze einfach jetzt damit hinter der Kamera. Das macht mich Sack- und irgendwie fertig. Hodenbruch. Nee, das ist zum Glück Ja, nicht. das ist, wie das entstanden ist. Er hat das 8-Liter-Fass Birra Moretti angehoben und blub. So, ich habe damit Spaß, Conny. Och, wieso nie Wir vielleicht haben danach? ja ein wunderbares Paket. Hey, hier ist die Ach, hier Linse. sind immer ins Ich gucke aufs Display. Ach, du Display und bist du aufs guckst in die Display, die Linse. Linse, genau. Schickt mir Linsen. Nee, Bitte wie? nee, keine Bitte. Linsen Das antippen. ist Blähung. GDR, Ostpost. Fee only. Da Fee bin only. ich wirklich gespannt, was da drin Bitte ist. nur mit dem Maidenfee öffnen. Na, da schauen wir. Und wichtig ist oben. Wollen wir aufmachen? Naja. Wenn hier irgendwelche Müll drin ist. Naja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum ich das Das ist öffne. auch der perfekte Raum, dafür muss ich mal kurz So, so. Erich, der Osten lebt in Berlin. Das ist ja so geil. Einen besseren Raum hätte man, glaube Kennst ich, du nie ja haben gar können. nicht. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von irgendwelcher Fanpost auspacken. Aber wir schauen mal, ne? Wenn es Viehpost ist. Ich habe keine Handschuhe an. Was steht hier drauf? Sticker und Orden und vieles mehr. 80 Orden, das ist DDR-Orden bestimmt. Oh. Warte mal, ich mach das mal weg. Der Mann raucht anscheinend. Schützt nur aus, das Wachstum ist dicht. Max, Marx. Get in the seizing the means. Ich distanziere mich von kommunistischem Gedankengut. Was heißt denn? Was ist denn das? Ist auf der Freischwimmer? Scheiße, habe ich keine Brille mehr. Ist das die SPD? von der GST irgendwas? Das muss ich ja wissen. Ja. Es. Ich kann das nie le lesen ohne Warte ich, Brille. ja. Tut mir leid. Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat. Sportabzeichen. Sportabzeichen. Das kenne ich Das nicht. ist Metall, aber das ist so Na, das komisch. ist Guss billiger Mist. Aber Jetzt du kommt das. in der Regel der Satz, die hatten nämlich schon Arsch nicht. Die hatten ja wirklich vom Arsch nicht früher. Aber da ich der DDR nicht so zugewandt war, kann ich da nicht so Du hast nur mitreden. kein Sportabzeichen verdient. Ja, ich war damals schon unsportlich. Eine deutsche Mark. SPD. Das hat zwar jetzt mit der DDR nicht bitte. Das ist hier ein Alu. Das ist Ist alles Alugeld. Alu. Das ist eine Ostmark. Aber das ist nicht aus der DDR. Die sahen anders aus. Das hier, das sind 10 Pfennig der DDR, 50 Pfennig der DDR und das ist ein Pfennig der DDR. Was konnte man von einer Mark kaufen, auf gut Deutsch? Da könntest du, ich glaube, 10-mal Straßenbahn fahren. Bei uns kostet es 3 € mittlerweile. Die Kinder kamen, glaube ich, 10 Pfennig und ein Erwachsener 20 Pfennig. Da hast du so eine Karte gehabt, da hast du abgerissen, in so ein Loch gesteckt und drauf gedrückt. Das waren der Preise. Was kostete denn damals ein Bier? Das kann ich ja ganz genau sagen. Das ist mir klar. 49 Cent 03 in der Kneipe. 49 in der Kneipe? Cent, Entschuldigung, Pfennige. 49 Pfennige In der kam ein Kneipe? Bier in der Kneipe. Das waren alles Preise, die kommen überall gleich in normalen Kneipen. Sylt. Da will mir noch einer sagen, das war alles schlecht damals. Das habe ich ja gesagt, das ist ja auch nicht alles schlecht. So, jetzt haben wir hier ein. Grüße gehen raus an Bräuler. Ei. Ein Trabi. Aber der Motor irgendwie. Oh, der ist ein Ich bisschen neu meine, auch gemacht. hier, herrlich. Da hat er von seinem, welchen Ober- oder Vater, Foto Ludwig aus Weimar. Das waren die NVA-Fotos. Das ist eine klassische NVA-Klamotte. Bubatz rauchen, ja, aber. Ja, Der W50 in verschiedensten Ausführungen. Das ist ein Foto hier, das ist auf der Messe gewesen hier. Da hat einer das Familienalbum ge geplündert hier. der Das muss Hund. auf dem Dorf gewesen sein. Ne? Ja, Pool Trabi, herrlich. Eine Quartettsingle, der Toten Hosen. Was ist denn eine Eine Quartettsingle? Quartettsingle, da 4 Liter waren sind immer da drauf. 4 Liter drauf. Eine Ja. normale Single waren 2 Liter drauf. Und zwar ist drauf: Hier kommt Alex, 1000 gute Gründe, 180 Grad und bye bye Alex. Da gehe ich kaputt. Das wusste ich gar nicht, dass in der Zone
Die Toten Hosen, eine Korsette. 8,10 Mark DDR. Die Verhältnisse haben ohnehin gehalten. Du kannst für 10 Pfennig bzw. 20 Pfennig Straßenbahn fahren. Aber relativ viel, oder? Das ist relativ 10. Eine ja. Langspielplatte kam 16 Mark 10, immer 10. Das war anscheinend der Kulturbeitrag. Von Amiga, von Eterna und Litera war Kunst. Die kamen nur 12 Mark 10. Das war meistens Klassik. Und so sah das aus. Amiga, das staatliche Label der DDR. Kommt natürlich logischerweise nur eins. Hosen, das ist geil. So, haben wir das auch geklärt? Das ist jetzt. So, was ist hier drin? Scheiße, ich kann. Ich muss das mal selber öffnen. Was ist das? Was ist das? Na, ich vermute mal, das sind so Schwämme, die macht man mit Farbe? Oder nee, was sind das? Irgendein Spielzeug. Also ich bin so ein bisschen als größer. Das ist ein bisschen wie ein Traubfänger, aber nie. Das kenne ich. Das ist ein Männel. Das ist ein Männel, ja. Das ist ein dickes Männel. Ich hoffe, das bin nicht ich. Das bin ich. Aber dieser verranzte Schwamm. Also, dieser verranzte Schwamm. Das hängt hier irgendwo, aber kann ich jetzt leider. Das ist nochmal ein Heuer vor. Ist, glaube ich, nicht und so jetzt kommt, aber die setze ich definitiv nicht auf. Die ist völlig verranzt. Die ist völlig verranzt. Wenn eine DDR draufstehen würde, dann hätte ich es aufgesetzt. Ja, die Läuse müssen jetzt nicht unbedingt übertragen werden. Nein. Das MM-Kultbuch, das gab's? Merlin, ich denke. Das ist vielleicht aus der Zeit DDR? Aber nein, das ist nicht aus der DDR. Ja, aber aus der Zeit, aber nicht aus 3D-Mark. Aber nicht aus der Region. Das ist aus der Region. Da müssen wir doch mal gucken ins Impressum. Heine Taschenbücher. Das ist so klein, hatten die nicht mal Papier oder was? Das ist ja alles im Westen. Das muss alles im Westen sein. Nein, im Westen hatten die vom Arsch nicht. Deswegen hatten die nur kleine Bücher. Unsere Bücher waren größer. Das ist ja wirklich klein. Das ist eine Tasche Fortlinge. Oh ja. Da kann ich jetzt für die Älteren was erzählen. Wir haben früher immer die abgedreht. Die Dinger. Das müsste eigentlich gehen. So, dann haben wir die draußen auf der Straße hingelegt. Und mit unseren Fahrrädern haben wir da Fußball gespielt immer. Das kennt ihr bestimmt auch nur die Älteren. Das waren noch Zeiten. Das ist eine klassische Ostklingel, das stimmt. So, den habe ich aber auch schon mehrmals besessen. Ja. Also das ist, könnte noch eine Ostklingel. Die sind noch oft bei unseren Fahrrädern dran. Ja, die, das haben wir früher immer gemacht. Mit der Krone stellen die immer noch her. Ich glaube im Kaufland beispielsweise gibt es das immer. Es kann sein, dass es jetzt hier aber... Ja, das ist nicht dasselbe, aber damit... Aber so haben wir unsere Jugend verbracht. Ja, das ist immer noch dieselbe Firma, weil mit der Krone, die gibt es immer ist noch ja, zu kaufen. Ist ja möglich, das ist nicht mehr. Na Mutter, das ist gerade in Erinnerung geschmeckt. Das ist aber auch nicht schön. Das könnte auch ein Bettpfosten sein. Also das könnte ja... Das ist vom Geländer. Mutter, bitte nicht. Hier... Bitte, nee, danke. Ja, so, nee, warte mal. Hier ist ein Zettel mit Schreibmaschine. Zum Glück wurde Rektor Banzer nicht gegrüßt. So, pass auf. Sehr geehrte Genossen, Herzberg und Vieh. Ach, das ist wirklich... Ach, das ist der Brief. Das ist der Brief anscheinend. Sehr geehrte Genossen, Herzberg und Vieh. Ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie in bester Verfassung. Die Tür zu von außen. Es ist ja nicht die Stasi, die die Paketkette kontrolliert. Bevor ich auf die Fanpost eingehe, möchte ich dir herzliche Grüße aus unserer sozialistischen Gemeinschaft übermitteln. Ist dieses Paket aus Nordkorea? Anbei liegen ein paar Erinnerungen an unsere schöne DDR. Ja gut, das kann man dann noch klären mit der schönen DDR. Und etwas Unrat um ihre verwestlichten und vom Kapitalismus verdorbenen Zuschauer zu unterhalten. Sollte Ihnen, Ihrem Vater und Zuschauern diese kleine sozialistische Aufmerksamkeit gefallen haben, werde ich Ihnen mit größter Freude noch ein Ostpaket zukommen lassen. Dann aber mit noch mehr Liebe und Sozialismus. Noch mehr? Das ist ja schon die blanke Liebe hier. Mit sozialistischen Grüßen. Ihr Bürger Lehrgut Lars alias. Ach, das ist ein feiner Mann. Weißt du, ja? Der ist im Besitz von meinem blauen Rad hier. Aha, der Lehrgut Lars. Ein herrlicher Mann. Der Lars aus Dresden. Alias die ostdeutsche Antwort auf den Sergeant. Lehrgut Lars. Ja.
Postscriptum, also PS, sollte dieses Paket ohne den Genossen Vieh geöffnet worden sein, nein, das macht der Max nicht, werde ich Ihnen zwar ein weiteres zukommen lassen, dieses wird sich dann aber im Sekundenbruch dann selbstständig öffnen. Nein, das macht der Max nicht. Wenn da Vieh draufsteht, wird dann so mit Vieh geöffnet. Dann steht das, bis das Vieh genau ist. Und hier sind noch so, warte mal, na, das ist ja hier als westlicher Produktion, Flensburger. Aber sowas hatten wir in 50er, 60er Jahren auch. Und dann sind es alles ostdeutsche Biere. Da hat es aber nicht auf alle eingegangen. Gottes Willen. So, und dann ist noch ein Würfel. Weiß ich nicht, ob der Hörner ist. Warte mal, ich würfel jetzt. Und wenn es eine 6 kommt, Max, dann trinke ich, wenn ich jetzt eine 6 würfle, trinke ich einen Mittenwalder Obstler. Das war knapp. Da hattest du wirklich Glück. Da hatte ich Glück. Das war klein, ey. Ich glaube, das ist nicht so unverzerr geeignet. Das ist hier, das ist eher für dich, Max. Müssen wir da nochmal reingucken. Mm. Ein Flaschenöffner, der ist aber auch. Ich weiß nicht, ob der. Oh ja, EVP, Einzelhandelsverkaufspreis, 75 Pfennig. Der ist aus der DDR. Fänge! Das sind Fänge, super teuer, 75. Wie gesagt, dafür kannst du fast 6-mal Straßenbahn fahren. Ist man nicht viel Straßenbahn gefahren damals? Das war alles. Ja, was, hallo, wir hatten vom Arsch nicht außer Straßenbahn. Was hat denn so ein Zug gekostet, beispielsweise nach Düsseldorf oder so? Das Ticket? Ja. Das hat gekostet mindestens 3 Jahre Gefängnis. Das Zug, der Zug nach Düsseldorf. Also vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, da ich es ja mit ausgepackt habe, wir freuen uns auf das Ostpaket. Und wir werden dann definitiv die toten Hosen auflegen. Oh. Grüße gehen raus an Campino. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Gott sei Dank brauche ich den Mittel. Das ist doch so eklig, das Zeug. Das ist der Bulle. Ich weiß genau, der Hai wird sagen, das geht doch. Mit dem Bernheuer geht alles. Dort steht Feschi dorthin, das ist noch schlimmer. Du machst Band aus, Max.